Daran könnte ich mich gewöhnen. Interessant. Nein, das geht so nicht. Das ist einfach wundervoll. Ich bin beeindruckt. Hab Dank. Oh, vielen Dank. Das ist... ein schönes Geschenk. Ich danke euch. Ich danke euch. Wie lieb von euch. Ist das für mich? Wirklich? Nun, ich bin sprachlos. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Es ist gut, euch in der Nähe zu... Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Schon gut, schon gut. Unbedingt. Ja. In der Tat.
Wir sind doch hier, um die Magier zu besuchen, richtig? Großartig. Die lieben mich. Habt ihr euch je gefragt, warum die Magier ihren Turm in der Mitte des Kaelenhatt-Sees errichten? Schon gut. Haben sie eine Abneigung gegen praktische Lösungen, oder was? Es ist gut, das sofort zu erledigen. Da brat mir doch einer einen Storch. Was macht denn eine hochstehende Person wie ihr hier? Ha, da habt ihr aber Pech. Seit Tagen darf niemand mehr über den See. Ich bin der Fährmann. Zumindest war ich das mal. Armer, alter Kester, arbeitslos. Gregor kam her und sagte, sorget euch nicht, Kester. Unter Kontrolle, wir alles haben, tun. Sonst hat er nichts gesagt. Und dann hat der Carol das Kommando über mein Boot Lissy gegeben. So hieß meine Großmutter. Wie gesagt, mir hat keiner was erzählt. Und so wie ich die Magier kenne, halte ich mich aus ihren Angelegenheiten auch besser raus. Ich würde ja vermuten, dass es irgendwas mit Magie zu tun hat. Aber im Turm hat alles irgendwas mit Magie zu tun. Lasst mich da raus. Ich sagte schon, ich bin kein Fährmann mehr. Gregor sagt, ich soll bleiben, bis der Sturm vorbei ist. Aber manche Stürme verziehen sich nicht so schnell. Zu freundlich. Leute wie ihr behandeln unser einen selten so zuvorkommend. Ihr seid der Graue Wächter, nicht wahr? Ich hatte gehofft, euch zu begegnen. Ich repräsentiere eine Gemeinschaft von Magiern, die ihr Leben ohne die ständige Kontrolle durch die Kirche führen möchten. Hier neben mir findet ihr, wie in jeder anderen größeren Ansiedlung auch, einen unscheinbaren Sack, der Anliegen von Magiern aus dem ganzen Land enthält. Sie alle brauchen die Hilfe von jemandem, der fähig und diskret ist. Ich danke euch sehr. In jeder größeren Ansiedlung findet ihr einen unserer Vertreter, der bereit ist, euch im Namen der Gemeinschaft für erledigte Aufträge zu entlohnen. Der Erbauer möge auf euch herablächeln. Lasst mich in Ruhe! Guten Tag. Was starrt ihr so? Soll ich euch einen Stuhl holen? Erlaubt ihr, damit ihr mir nicht ich könnte das machen müsst? Guten Tag und willkommen in der verwöhnten Prinzessin. Kann ich euch irgendetwas bringen? Natürlich. Was hättet ihr gerne?